Hallo, ich bin die Beatrice. Mit meinem Handy habe ich die Möglichkeit, euch zu den Tieren im Social Meeting mitzunehmen. Heute besuchen wir die Säbelantilopen. Sie haben beeindruckende 1,5 Meter lange, säbelartige Hörner. Aber nicht nur ihr Aussehen ist erwähnenswert, sondern auch die spannende Geschichte dieser Tierart. Die einst in großen Herden weit verbreiteten Säbelantilopen wurden durch intensive Bejagung in der Natur völlig ausgerottet. Gemeinsame Nachzuchtbemühungen mehrerer Zoos sicherten das Überleben dieser Art in menschlicher Obhut und schufen die Basis für eine anschließende erfolgreiche Wiederansiedlung in den ursprünglichen Vorkommensgebieten. Auch wir im Zoo Schmidding sind Teil des europäischen Erhaltungszuchtprogramms der Säbelantilopen. Auch von Seiten ihrer Physiologie gibt es von den Säbelantilopen Interessantes zu berichten. Da die Tiere in ihrem Vorkommensgebiet mit großer Hitze und permanenter Wasserknappheit zurechtkommen müssen, verfügen die Säbelantilopen unter anderem zum Beispiel über eine Art Klimaanlage für ihr Gehirn. Dabei wird das vom Herz kommende arterielle Blut auf dem Weg zum Gehirn durch die Nasenschleimhäute geleitet, wo es bei entsprechender Trockenheit durch die Verdunstungskälte gekühlt wird. So gelingt es, dass das Gehirn bei trockener Hitze um 2 bis 3 Grad Celsius kühler bleiben kann als der restliche Körper. Das ist jedoch nur eine der spannenden Anpassungen an das Überleben in der Wüste. In einem der nächsten Videos erfahrt ihr mehr. Ich hoffe, euch hat der kurze Besuch bei den Säbelantilopen gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid, wenn ich mit meinem Handy im Zoo unterwegs bin.